Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zu einem weiteren Audio-Podcast. Mein Name ist Patrick Kallert und das heutige Thema beschäftigt sich mit dem Thema Lernen. Lernen aus psychologischer Sicht oder auch Lernen. In diesem Audio-Podcast werde ich auch einiges über Metakognition Ihnen berichten, was das bedeutet und wie man aus psychologischer Sicht hirngerecht lernt. Kennen Sie das? Sie sitzen am Schreibtisch und wollen sich Stoff aneignen. Sie wollen lernen. Und dann sitzen Sie da so rum und schauen sich um und sehen viele unterschiedliche Stapel mit Material. Und das Material sollen Sie eben halt bearbeiten und erlernen. Und beim so rumsitzen hat man das Gefühl, man kommt irgendwie gar nicht so richtig in diese Situation rein zu lernen. Und während ich da so rumsitze, schaue ich so um mich her und denke, der Abwasch könnte auch mal wieder gemacht werden. Und ich entziehe mich meiner Lernsituation und gehe lieber abwaschen. Dann setze ich mich wieder an meinen Schreibtisch und versuche wieder in die Materie des Lernens einzusteigen und dann fällt mir ein, oh, die Fenster könnten auch mal wieder geputzt werden. Ja, dann werden die Fenster geputzt. Dann setze ich mich wieder hin und versuche mich wieder in die Materie einzuarbeiten. Jetzt bin ich auch so langsam angekommen und arbeite mich in die Materie ein. Plötzlich klingelt das Telefon. Super! Eine Kurskollegin oder ein Kurskollege ruft an und beklagt sich, wie schwer doch der Lernstoff ist. Alles ist furchtbar und bestimmt schaffen wir das nicht, das alles zu lernen. Die Prüfung oder die Klausur wird eine Katastrophe. Und man beklagt sich. Nach dem Gespräch setzt man sich wieder an die Situation heran und versucht sich da wieder einzuarbeiten, wo man stehen geblieben ist. Und hier sind viele unzählige Unterbrechungen zu erkennen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Gehirn in prozentualer Leistung aufgeteilt. 0% und 100%. Sie setzen sich hin, Sie brauchen Zeit, um Ihr Gehirn hirngerecht einstellen zu können zum Lernen. Und Sie steigern sich immer weiter in Ihrem Arbeitsspeicher. Manche Gehirne brauchen länger Zeit, andere wiederum kürzer. Stellen Sie sich Ihr Gehirn vor wie ein Computer. Ist Ihr Computer alt? Ist Ihr Computer verlangsamt? Und wenn Sie den Knopf drücken, brauchen manche Computer Zeit. Zeit, um hochzufahren, Zeit, um alles vernünftig herzustellen, um damit arbeiten zu können. Manche Computer brauchen weniger Zeit. Ein Knopfdruck und Sie sind da und völlig arbeitsfähig. Nun tippen Sie an Ihrem Computer eine Arbeitsaufgabe. Plötzlich Stromausfall. Zack geht Ihr Computer aus und das, was geschrieben wurde, wenn es nicht zwischengespeichert wurde, ist unwiderruflich verloren. So geht es unser Gehirn auch. Das heißt, wir arbeiten uns in eine Materie hinein, plötzlich kommt Abwaschen. Zack, Stromausfall, Computer aus. Dann setzen wir uns wieder daran, arbeiten uns hinein. Plötzlich sind die Fenster dran, Stromausfall, zack, wieder runter, Computer fällt aus. Dann arbeiten wir uns wieder in die Materie hinein. Plötzlich ein Anruf, zack, Computer wieder aus. Das nennt man im psychologischen Bereich Sägezahnmodell. Das heißt also, Sie haben immer wieder Spitzen, wo Sie sich in Ihre Lernsituation einarbeiten und plötzlich durch die zahlreichen Unterbrechungen kommt es immer wieder zu einem Verlust und einem Absturz. Und wenn Sie sich jetzt gedanklich einen Strich machen und sich die Spitzen angucken im Sägezahnmodell, ist es das, was übrig bleibt und in Ihrem Gedächtnis abgespeichert wird. Somit muss man lernen. Das heißt, Sie müssen versuchen, Ihr Gehirn
arbeitsgerecht, hirngerecht einstellen zu können, um eben halt taktisch klug zu lernen. Minimieren Sie nun Ihre Unterbrechung, werden Sie feststellen, dass aus den Spitzen, wenn man sie zusammenzieht, ein Plateau wird. Und dieses Plateau ist eben halt das, was im Gehirn verbleibt und genutzt werden kann. Eine andere Situation nennt man auch Bulimie-Lernen. Viele Auszubildende setzen sich hin, einen Tag, zwei Tage vorher, saugen alles auf, inhalieren den Stoff, versuchen diesen im Kurzzeitgedächtnis abzuspeichern, gehen zur Klausur, erbrechen ihr Wissen auf das Blatt Papier und nach der Klausur ist alles weg. Und dann stellt man den Auszubildenden Fragen zu einem Thema, was vielleicht in einer vorherigen Klausur schon drangekommen ist, und dann sagen Auszubildende immer wieder und gerne, das haben wir nie gehabt, das gab es gar nicht im Unterricht, das haben wir nie durchgesprochen. Also sie stellen fest, es gibt unterschiedliche Arten von Lerntypen, wie gelernt werden kann und Wissen aufgenommen werden kann. Und hier in diesem Audio-Podcast möchte ich Sie darüber informieren, was man tun kann, um eben halt Dinge nicht zu vergessen, was man tun kann, um Wissen, Gedanken ins Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Und hier sollten Sie jeder für sich einmal sich reflektieren, wo ist mein Lernvermeidungsverhalten? Welche Dinge tue ich konkret gerne, anstatt zu lernen? Welche Zeitdiebe rauben mir Kraft und Energie, mich von meinem Lernen auszubremsen und abzulenken? Und diese Zeitdiebe und diese Unterbrechung sollten Sie sich mal vergegenwärtigen und sich überlegen, wie kann ich das minimieren, um eben halt mehr Wissen anzueignen und zu speichern. Das Telefonat, was ich gerade geschildert habe mit einer Kurskollegin oder Kurskollegen, hat noch einen weiteren Aspekt. Oftmals sind diese Gespräche problemorientiert. Oftmals sind diese Gespräche auch mit einer negativen Emotion verknüpft. Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, fehlendes Selbstvertrauen, bestimmt schaffe ich es wieder nicht, es geht nicht in meinen Kopf hinein. Und wenn Sie eine Lernsequenz so beenden, wird es Ihnen enorm schwer fallen, bei der nächsten Lernsequenz eben halt einzusteigen und anfangen können zu lernen. Weil das Lernen wird verknüpft, man nennt das in der Psychologie auch Konditionierung, mit den negativen Emotionen. Und da müssen wir auf jeden Fall gegen vorgehen. Ja, unser Gehirn funktioniert nicht anders als wie ein PC, ein Computer und deren Festplatte. Und hier muss man geschickt vorgehen, um diese Festplatte zu programmieren. Stromausfall ohne Zwischenspeicherung ist eine Katastrophe für unser Gehirn, aber auch für unsere Leistung, die wir am Rechner umgesetzt haben. Nun ist unser Gehirn nicht gleichzusetzen wie ein Rechner, das ist schon klar. Minimale Spuren, minimales Wissen wird irgendwie hängen bleiben, auch bei Unterbrechung. Manchmal können Unterbrechungen wie Pausen auch sehr sinnvoll sein. Das Gelernte muss erstmal sacken, muss erstmal sich setzen. Schlimm ist auch eine Reizüberflutung. Zudem ist es auch wichtig, dass man alles um sich herum auch in seiner Lernatmosphäre, Rahmenbedingungen auch schafft, um das Gehirn auf Lernen einzustellen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, wenn Sie so sitzen am Schreibtisch und lernen.
Und wenn sie dann vergessen, Raum und Zeit und so tief in der Materie drinstecken, dass sie es nicht mal mehr merken, wie spät es ist, wie die Zeit schon gerannt ist, und um sich herum alles ausblenden, fokussiert auf dem Inhalt sind, dann ist ihr Gehirn so eingestellt, neues Wissen gut aufnehmen zu können, und das Gehirn programmiert sich. Aber nun wollen wir einmal Lernen definieren. Was bedeutet eigentlich Lernen? Lernen beinhaltet die Fähigkeit, bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das heißt zum Beispiel denken, sich ein Bild von der Welt machen, Eindrücke ordnen. Gedächtnis, auf Vergleichsweisen Erfahrungen zurückgreifen. Alte Erfahrungen, die wir erlebt haben, erkennen und darauf zurückgreifen. Denkprozess ist ein Prozess, der die Aufnahme, Verarbeitung und Bewertung von Informationen umfasst. In der Psychologie wird das Denken auch Kognition benannt. Also immer wenn wir über Kognition sprechen, sind es Gedanken, Denkmuster. Gedächtnis ist das Gespeicherte, die gespeicherten Gedanken, Erkenntnisse, die wir gemacht haben vom Leben und Vorstellungen, Hypothesen und Vorstellungen vom Leben, die wir umsetzen. Also Fazit der Lerntheorie: Lernen ist mehr als nur büffeln. Es ist eine bewusste Denkleistung von Wahrnehmungsprozesse. Ja, das heißt also, wir leisten aktiv Denkprozesse. Lernen verbraucht auch enorm viel Kalorien. Unser Gehirn ist im Lernprozess, braucht dafür enorm viel Energie. Lernen beinhaltet die Auseinandersetzung mit der Umwelt. Es gibt automatisches Lernen, Lernen durch Entwicklungsprozesse zum Beispiel, die völlig automatisch funktionieren. Wie zum Beispiel, wir liegen auf dem Rücken als Baby, drehen uns auf den Bauch, heben das Köpfchen an, drücken uns mit den Armen hoch, kommen in die Sitzposition. Aus dem Sitz ziehen wir uns an Gegenstände hoch und kommen in den Stand. Aus dem Stand mit Festhalten laufen wir um den Tisch, weil auf der anderen Seite ist ein Keks. Und wir wollen an diesen Keks. Dann lassen wir die Hände los und stehen und versuchen ein, zwei, drei Schritte zu laufen. Das ist eine motorische, biologische Entwicklung, die automatisch stattfindet und einfach so passiert. Aber neues Wissen, neue Denkweisen sich anzueignen, ist Hochleistung. Ja, hier die Abgrenzung vom bewussten Lernen sind Reifungsprozesse. Ja, schauen wir uns jetzt nun einmal aus der Psychologie unterschiedliche Lerntheorien an. Ich werde nur einige einzelne ausgewählte Lerntheorien Ihnen vorstellen, weil es gibt zahlreiche. Und diese Lerntheorien sind auch die Grundlage der heutigen Verhaltenstherapie. Vor 1970 wurde nur das beobachtbare Verhalten analysiert. Wie verhalten sich Menschen in Interaktion, in Begegnung? Wie nehmen sie Kontakt auf? Wie beenden sie Kontakte? Wie wird gestritten? Und wie bewegt sich ein Mensch in seiner Umwelt? In den 70er Jahren gab es die sogenannte kognitive Wende. Und dann haben die Verhaltensforscher festgestellt, dass nicht nur das beobachtbare Verhalten schlüssig ist, und unterschiedlich erlernt werden kann, sondern auch Gedanken, Gedankenmuster, Gedankenabläufe, Denkprozesse erlernt sind.
Und hier hat man sich dann auch intensiv damit beschäftigt. Es gibt unterschiedliche Lerntheorien. Zum Beispiel die klassische Konditionierung. Lernen durch Signale. Dann gibt es das instrumentelle Konditionieren, Lernen aus Konsequenzen. Dann gibt es das sogenannte Lernen, Lernen am Modell, womit Sie oftmals auch im Alltag und im Rahmen von Praxisanleitung zu tun haben. Praxisanleiter stellen das Modell dar, woran sich Auszubildende orientieren, Dinge sich abschauen, Dinge auch übernehmen. Und dann gibt es noch Lernen durch Eigensteuerung. Ja, nun ist es oft so, ich habe alles gegeben. Ich habe meine Zeitdiebe minimiert. Ich habe mir eine Lernatmosphäre geschaffen, um eben halt neues Wissen mir anzueignen. Im praktischen Umfeld habe ich alles so organisiert, dass ich auch mein Gehirn auf Lernen einstellen kann. Aber irgendwie bleibt es alles nicht in meinem Gedächtnis. Ja, das Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis, hier läuft ein Umwandlungsprozess ab. Also unsere Reizwahrnehmung, ne, wir kennen ja alle Perzeption, Reizreaktionsschema, ne, zunächst ist ein Außenreiz oder ein innerer Reiz da. Innere Reize können sein Schmerzen, Emotionen und so weiter. Und diese Reize treffen auf eine unserer Sinnesmodalitäten. Unsere Sinnesmodalitäten können sein visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, olfaktorisch, gustatorisch, haptisch oder kinästhetische Wahrnehmung. Das heißt, ein Reiz trifft auf unsere Sinnesorgane. Hier wird der Reiz aufgenommen, weitergeleitet zum Gehirn. Hier finden dann Umwandlungsprozesse statt. Hier finden eben halt auch denn Bewertungen statt, Gedanken statt, hier werden auch Emotionen geformt. Ja, und die Reizwahrnehmung wird auf eine chemische Substanz übertragen, die etwa 20 bis 30 Minuten stabil bleibt. Ribonukleinsäure, Säureketten. Und dort werden diese Informationen anhand von Säureketten gespeichert. Das Kurzgliedrige hat somit eine Übertragungsfunktion. Informationen sind gespeichert und werden unterschiedlich gefiltert auch. Wichtig, unwichtig, Bewertungen finden statt. Ja, und werden diese nicht gebraucht, werden diese nicht angewendet, werden diese als unwichtig zum Beispiel geachtet, werden auch nach 30 Minuten diese Information wieder gelöscht und gelangen somit nicht ins Langzeitgedächtnis. Das ist ziemlich kurz ausgedrückt und ziemlich oberflächlich erklärt, aber tiefgründiger brauchen wir das hier nicht im Rahmen der Weiterbildung oder Ausbildung. Kommen wir zum Langzeitgedächtnis. Ne, was aus dem Kurzzeitgedächtnis gelangt und eine Anwendbarkeit findet, wird dann hier ins Langzeitgedächtnis übertragen. Also hierher gelangen nur bedeutende Informationen, die wir auch als solche bewerten. Brauchbar, wichtig, interessant. Auch hier läuft ein Umwandlungsprozess ab. Von den Nukleinsäureketten des Kurzzeitgedächtnis werden die Informationen nun zu stabilen in den stabilen Eiweißmolekülen abgespeichert. Also die Säureketten sind instabil und zerfallen nach 30 Minuten. Wird die Information als brauchbar, bedeutsam erlebt, gelangt diese Information aus den Säureketten in die sogenannten stabilen Eiweißmoleküle, woraus ja unser Gehirn zum größten Teil auch besteht. Und dann ist die Information auch fest gespeichert, denn die Eiweißketten bleiben stabil. Und warum vergesse ich denn immer alles? Warum ist immer alles weg? Unwiderruflich weg.
Schauen wir mal uns unterschiedliche Prozesse des Vergessens an. Völliges Vergessen. Völlig weg. Die Information. Eine Information ist nicht aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Kurzzeitgedächtnis und dann in das Langzeitgedächtnis gelangt. Wir haben ja eben da oben drüber gesprochen, dass wir zunächst ein Kurzzeitgedächtnis haben mit den Säureketten und das wird übertragen ins Langzeitgedächtnis mit Eiweißmolekülen, die dann stabil sind. Wenn das nicht passiert, ist die Information unwiderruflich verloren gegangen, weil sie einfach nicht gespeichert wurde. Vergessen von gespeicherten Informationen. Schon gespeicherte Informationen werden überlagert von neuem Wissen. Die Information ist noch da, im Eiweißmolekül, aber das Wissen um seine Existenz ist auch gegeben, es liegt mir auf der Zunge, ich weiß das, ich habe das gelernt, es ist auch irgendwo mein Gehirn vergraben, nur der Zugang ist gerade blockiert. Entweder ist der Zugang blockiert, weil wir Serotonin ausschütten und maximal unter Dampf stehen, unter Stress stehen, oder wir haben eine gewisse Reizüberflutung erlebt und unser Wissen hat das überlagert. Das passiert, wenn wir keine Pausen einlegen im Lernprozess. Was kann man tun? Und hier würde ich Ihnen gerne Tipps anbieten. Tipps gegen das Vergessen. Was kann ich tun? Problematisch ist, viele schnell aufeinander folgende sich ähnliche Lernstoffe überlagern sich gegenseitig. Es kommt zu einer Interferenz. Das Gehirn kann die Information nicht zuordnen. Ja, wenn ich immer ein und dasselbe mache, ne? Also, lesen, aufsagen, lesen, aufsagen, lesen, aufsagen. Dann ist es für das Gehirn ungefähr so zu interpretieren. Das heißt, es wird ein Einheitsbrei und absolut langweilig. Das mag ein Gehirn nicht. Lesen, aufsagen, kann sinnvoll sein. Aber wir können ja noch so viel. Also hier ist es wichtig, lesen, Schreiben und Hören zu nutzen. Unterschiedliche Sinnesmodalitäten, unterschiedliche Kanäle nutzen, um Dinge eben halt zu erlernen. Wichtig auch ist, Pausen einlegen. Weitere Tipps gegen das Vergessen. Ein Lernprozess ist nicht beendet, wenn man den Arbeitsplatz verlässt oder das Buch schließt. Nach ca. 90 Minuten Lernphase, und jetzt wissen Sie auch, warum eine Unterrichtseinheit 90 Minuten beinhaltet, die auch wichtig sind, weil häufig kann das Gehirn nicht länger seine Konzentration auch aufrechterhalten, schließt sich nach den 90 Minuten eine 20-30-minütige Speicherphase an. Konsolidierungsphase auch genannt. Das heißt also, manche sagen, ne, lesen, das Buch unter ein Kopfkissen legen, eine Nacht drüber schlafen, ist ja auch wichtig, denn die Informationen müssen ja zunächst einmal auch in diesen Eiweißketten umgebaut werden und abgelegt werden, gespeichert werden. Ziel ist es, sich Zeit geben, das Gelernte sacken zu lassen und einmal überschlafen, Pausen machen, unterschiedliche Sinnesmodalitäten ansprechen beim Lernen, frühzeitig anfangen zu lernen und nicht von heute auf morgen. Ja, weitere Tipps gegen das Vergessen, und da habe ich Ihnen im Rahmen der Konditionierung schon auch ein bisschen was gesagt, positive Gefühle, ne, positive Emotionen verbunden mit einem Lernstoff erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass dieser in das Langzeitgedächtnis übertragen wird. Deswegen ist es wichtig, Lernsequenzen mit einer positiven Emotion zu verknüpfen und abzuschließen.
das hast du toll gemacht. Und jetzt belohne ich mich. Weitere Tipps gegen das Vergessen. Manchmal ist es gut, einen Zugangscode zu finden zu einem bestimmten Speicherplatz. Und den können wir finden, indem wir in unserem Computersystem sogenannte Eselsbrücken schaffen. Etwas verknüpfen. Eine Lernsituation, eine Theorie mit einer Praxissituation verknüpfen. Dass wir die Sinnhaftigkeit dieser Theorie erkennen im Rahmen von praktischen Tätigkeiten. Oder wir schaffen uns Eselsbrücken. Ne, Sie kennen ja auch die Handwurzelknochen, ein Kahnbein fuhr im Mondschein um das Erbsenbein und so weiter und so fort. Das sind so Eselsbrücken, die man sich eben halt aufsagen kann, um eben halt einen Zugang zu finden. Ja, kommen wir nun zu ganz praktischen Gegebenheiten. Lernabläufe und Lernphasen planen. Wie am Anfang, kurze Einleitung. Kennst du das? Du sitzt vor deiner Lernaufgabe und döst vor dich hin. Eigentlich will ich doch lernen. Warum komme ich nicht in die Gänge? Zeitdiebe haben wir besprochen. Wirken wie Stromausfälle. Speicherung kaum noch möglich. Aber das Gehirn muss sich zunächst einmal auf Lernen auch einstellen. Wie beim Computer braucht es unterschiedlich Zeit, um den Rechner hochzufahren, um ihn in einen Arbeitsmodus zu bringen. Und das Gehirn muss sich zunächst einmal lösen von dem, was es zuvor gemacht hat. Und da wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und immer unter Anspannung häufig stehen, ist es eine Menge davon, sich eben halt auch mal zu lösen. Die Umstellung braucht Zeit. Ja, und die Zeitdiebe bringen einen immer wieder raus und man fängt immer wieder von vorne an. Deshalb ist es sinnvoll, auch unterschiedliche Phasen zu kennen des Lernens und wie man diese auch begünstigen kann. Diese Phasen, die ich theoretisch darstelle, lassen sich natürlich auch im Praxisbetrieb umsetzen und anwenden. Die erste Phase ist die Einstiegsphase oder Aufwärmphase. Und sie dauert so circa 15 bis 30 Minuten. Damit das Gehirn, ne, wo man auch individuell schauen muss, wie belastet und wie angespannt ist die Person, die lernen soll. Von was alles muss sich die Person lösen? Wie alt ist die Person? Hat sie gelernt zu lernen oder muss sie sich wieder neu zurechtfinden im Bereich des Lernens? Hier ist es sinnvoll, am Anfang beim Einstieg möglichst leichten Stoff auszuwählen, der für Sie besonders interessant ist. Schauen Sie sich einmal das an, zunächst als erstes, wo Sie sagen, ach, das habe ich verstanden, das liegt mir, da habe ich Bock drauf. Und dann kommen Sie so langsam in Flow und steigen in die Lernphase 2 ein, nämlich die Hauptarbeitsphase und Konzentrationsphase. Ja, sie dauert 45 bis 60 Minuten in der Regel. Das auch muss man individuell zugucken. Und zu Beginn sollten Sie harte Brocken lösen und sich in schwierigen Lernsituationen begeben und schwierige Informationen zu erarbeiten. Und das spüren Sie auch. Wenn Sie Raum und Zeit verlieren, in der Materie tief drin stecken, dann ist Ihr Hirn auf Lernen programmiert. Am Ende dieser schwierigen Lernsituation sollten Sie dann auch wieder zu leichteren Stoff übergehen, um auf keinen Fall Frust zu erzeugen oder negative Emotionen. Also beenden Sie die Haupt- und Konzentrationsphase mit Dingen, die Sie schon sehr gut können.
Ja, zum Schluss kommt die Endspurtphase und hier kann das mal passieren, dass noch Kraftreserven frei werden und nochmal eine Motivation kommt, noch einmal eine harte Nuss zu knacken und wenn sie Bock haben, können sie sich natürlich nochmal darauf einstellen. Und man sagt auch, das zuletzt Gelernte bleibt am längsten im Gedächtnis. Nun noch allgemeine Empfehlungen zum Lernen, ist es, sich auch Meilensteine zu schaffen, Lernportionen. Ja, du sitzt vor einem riesigen Berg von Lernaufgaben. Du siehst kein Ende mehr. Der Lernberg erdrückt dich fast. Denken wir mal an die Tour de France. Sie umfasst eine Strecke von einigen tausend Kilometern. Kein Fahrer der Tour de France würde diese Strecke an einem Tag, also in einem Stück, in einer Etappe fahren. Also brauchen wir Meilensteine, Tagesetappen. Und es ist sinnvoll, über mehrere Tage sich eine Organisation anzulegen, sich zum Beispiel wie die Ludolfs eine Haufenmethode anzuschaffen. Das will ich dann und dann lernen, das will ich dann und dann lernen und das will ich dann und dann lernen. Oder ich muss eine Facharbeit schreiben, dann mache ich die Einleitung und die Bedingungsanalyse an dem Tag, dann mache ich das an dem Tag, dann an dem Tag, um sich nicht erdrückt zu fühlen. Ja, die Ludolfs sind Millionäre geworden und haben einen Haufen Geld verdient mit ihrem Schrottplatz und alles liegt kunterbunt für ein außenstehendes Auge herum, aber die Ludolfs fühlen sich und kommen sehr gut in ihrer Haufenmethode zurecht. Wenn ihre Methode eine Haufenmethode ist, dann ist das so. Sie müssen sich zurechtfinden und sie müssen sich einen Überblick verschaffen und sie sollten sich organisieren und einen Plan erstellen, wann möchten sie lernen. Ja, Reihenfolge der Lernaufgaben. Wie lernst du so? Fremdwörter ins Vokabelheft schreiben, Karteikarten schreiben, Texte schreiben, Texte abschreiben, Texte zusammenfassen oder Lernstoffanatomie lesen und aufsagen. Psychologie lesen und aufsagen. Krankheitslehre lesen und aufsagen. Das wird öde und eintönig. Und ganz schlecht für die Aufnahme des Gehirns. Das Gehirn schaltet ab. Hier ist es auch wichtig zu überlegen, welche Sinnesmodalitäten möchte ich denn ansprechen. Ich kann Vokabeln auf mein Handy diktieren, mir auf die Ohren geben. Ich kann auch einen Text lesen. Ich kann aber auch aus Texten was herausschreiben, Karteikarten. Das heißt, auch Sie sollen hier unterschiedliche Möglichkeiten anbieten. In der Praxis ist das ähnlich. Sie sehen Dinge, Sie hören Dinge, Sie dürfen mit Material arbeiten, umgehen und Sie dürfen sich ausprobieren, üben, manuelle Geschicklichkeit. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Informationen zum Thema Lernen vermitteln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Und vielleicht zu einem weiteren Audio-Podcast. Bis dahin und tschüss.